Ja, hallo zusammen. Ihr interessiert euch für die Konferenzkurse bei uns auf der Seite bei geco.de. Ich will euch mal kurz erklären, wie ihr das machen könnt. Ihr braucht also nichts weiter als einen internetfähigen Rechner. Gebt dann oben in eurem Browser einen geco-gesundheit.de. Wenn die Seite aufgerufen wird, müsst ihr einmal den Reiter aussuchen. Das wäre jetzt hier an der Stelle Kursangebote. Das heißt, da klickt ihr einmal kurz drauf. Es öffnet sich dann das nächste Fenster. Da seht ihr dann, welche Kurse zu welchen Zeiten angeboten werden. Jetzt zum Beispiel Dienstags hier mit mir und am Donnerstag die anderen Aerobic-Kurse. Dann kommt das Anmeldeformular. Da gebt ihr natürlich euren Namen ein, Petra Mustermann meinetwegen, das bin ich jetzt heute. Und dann eure E-Mail-Adresse, das kann ja sein, Petra keine Ahnung, Muster, ne, sagen wir petra@web.de. Gebt ihr kurz ein, dann sucht ihr euch den passenden Kurs aus, den ihr besuchen wollt. Die stehen unten drunter. Kurzer Haken, ich möchte jetzt zum Beispiel Dance Aerobic und Step Dance machen. Wir gehen davon aus, ihr macht das in der nächsten Woche. Ganz wichtig, der Haken, Datenschutz, Haftungsbedingungen, das kennt ihr alle schon. Dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr euer Passwort angeben müsst. Also da seht ihr jetzt, Registrierung wurde angenommen. Und dann kommt ihr, wie gesagt, auf die Seite hier über den Button zum Livestream, da einmal draufklicken, das müsstet ihr dann auch kurz vor eurem Kurs machen. Ihr kommt dann auf die Seite, wo ihr das Passwort angegeben müsst. Warum müsst ihr das machen? Es muss ein geschützter Bereich sein, sonst müssen wir die Musik, die die Kursleiter spielen, GEMA-mäßig und urheberrechtlich absichern. Das können wir nicht, ist viel zu teuer. Da gebt ihr jetzt das Passwort ein. Aktuell ist es GECO, klein geschrieben, GECO, absenden. Und dann seid ihr eigentlich schon da, wo ihr hin wollt, nämlich auf der Seite, wo hinter der Stream läuft. Ihr seht es jetzt da, da ist nur das Logo eingepflegt, da ist ein Dreieck auf der Seite. Das heißt, da müsstet ihr hinter einmal draufklicken. Und jetzt wäre der Livestream aktiv. Woran seht ihr das? Unten taucht so ein Bild auf. Da müsst ihr jetzt zum Beispiel diese 480 dpi einstellen, dann rückelt das nicht. Und dann rechts daneben ist die Lautstärke, die ihr einstellen müsst. Das, was ich jetzt mache. Ihr müsst natürlich auch die Lautstärke auf eurem Handy und auf eurem Laptop einstellen. Wenn ihr euer Handy leise gestellt habt, dann hört ihr uns natürlich nicht. Also immer daran denken, es gibt immer zwei Ebenen. Lautstärkeeinstellung im Browser und Lautstärkeeinstellung am Tablet, am Laptop, wie auch immer. Also die meisten Fehler entstehen an der Stelle. Ja, und da sollte dann in Kürze euer Stream laufen. Wie gesagt, 10 Minuten vorher sind wir aktiv. Sollte also kein Problem sein, dort sich technisch aufzuschalten. Und nochmal zur Erklärung, warum müssen wir das so machen? Ganz einfach. Wir haben anfangs über YouTube oder über Facebook was gepostet. Das Problem ist dann, da laufen Musikerkennungsprogramme. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir hatten innerhalb von 2 Stunden eine böse E-Mail von einem Anbieter mit dem Hinweis, wir haben Urheberrechte verletzt und eine Androhung von einer Schadensersatzklage über 200.000 US-Dollar. Kein Witz. Aus dem Grunde müsst ihr euch da immer separat anmelden, sonst kriegen wir da echte Probleme. Ja, wir freuen uns auf euren Besuch. Bis gleich. Ciao.